Herren, herzlich willkommen. Ich wollte eigentlich mein Sakko ausziehen, weil dann rede ich einfacher, aber ich habe jetzt entdeckt, ich habe ein Mikrofon dort hängen und deswegen ist das vielleicht ein bisschen schwieriger. Also es ist eine Freude, Sie hier heute zu empfangen und über ein Thema zu sprechen, das mich wirklich sehr am Herzen liegt und worüber ich gerne heute mit Ihnen ein bisschen weiter sprechen möchte. Und das ist Führungsethik und die Berufung des Business Leaders. Und ich hoffe, Sie verzeihen mir, dass ich den englischen Begriff Business Leader verwende, weil dieses Begriff einfach mehr beinhaltet als Geschäftsführungspersönlichkeit oder wie man es auch nennen möchte. Das Wort Business Leader hat sehr viel in sich und deswegen möchte ich sozusagen dieses englische Wort verwenden. Aber ich möchte gerne anfangen mit einer Geschichte. Ich stamme aus einer Familie mit einer sehr langen und alten Tradition im Militär. Also all meine Vorfahren, mein Vater, Großvater, alle Generationen waren alle Offiziere in der niederländischen Armee oder Kriegsmarine. Und so war auch einer meiner Brüder, ich stamme aus einer Familie von 6 Kindern, ich bin der jüngste von 6, einer meiner Brüder war auch Militär und Offizier. Und er hat sich dann entschieden, zu versuchen, bei den niederländischen Korps Mariniers beizutreten. Also das sind sozusagen die Elite-Truppen. Das ist vergleichbar zu den bekannten Navy SEALs oder SAS. Ja, das sind die Top-Elite-Truppen. Und um überhaupt da hineinzukommen, braucht es ein besonders schweres Training, ein Aufnahmeverfahren, würde ich sagen. Und bei den Navy SEALs nennt man das BUDS, B-U-D-S. Bei den Korps Mariniers, den niederländischen Navy SEALs, nennt man das die sogenannte Aptheitsprüfung, das heißt die Aptitude, wo man testet, ja, ob sie wirklich alles haben, was es braucht. Und das ist 24 beziehungsweise 34 Wochen extremes Training, extreme Herausforderungen auf alle Niveaus. Das ist mental, das ist physisch, das ist psychisch, alles Mögliche, was man sich so bedenken kann. Und insbesondere die ersten 3 Wochen sind am wichtigsten, weil in den ersten 3 Wochen geht es eigentlich den Ausbildern nur darum, all das zu tun, um sozusagen die meisten rauszukriegen, ja, um wirklich festzustellen, ob sie das haben, was es für diesen wirklichen Leaders gebraucht ist, weil solche Leute sind Leaders. Es ist übrigens auch interessant, dass mein Bruder inzwischen, also nachdem er fast 14 Jahre bei diesen Elitentruppen war, ist er schon seit vielen Jahren inzwischen CEO eines großen Unternehmens, weil er natürlich da viel mitbekommen hat. Und ich habe jetzt eine Frage an Sie, weil das ist nämlich eine Frage, die auch einem Ausbildner mal gestellt wurde. Und die Frage, die ich an Sie habe, wem denken Sie, kommt durch? Und was sind seine Eigenschaften? Was würden Sie sagen? Wer kommt durch so ein furchtbares Training? Entschuldigung? Der Durchhaltevermögen. Ja. Ja. Der mental sehr stark ist. Ja. Stimmt alles, was Sie sagen, aber gehen wir weiter. Noch mehr? Diszipliniert. Mutig, ja. Entschuldigung? Die Wille, also dass man das will. Die Wille, ja. Mhm. Noch mehr Ideen? Ja, der es glaubt. Der es glaubt, ja. Und der Glück hat. Der Glück hat nicht wirklich. Kann schon sein. Wenn es kann sein. Wenn er Pech gehabt. Genau. Aber dann ist er aus. Genau, ja. Und übrigens, ich rede über er, aber zum Beispiel in den niederländischen Korps Mariniers sind jetzt auch Frauen zugelassen. Ja, und also ich weiß noch nicht, ob man das, wie das Training aussieht, weil da wird es unterschiedliche Schwerpunkte geben, denke ich. Aber das Interessante ist, dass dieser Ausbildner hat Folgendes gesagt. Also alles, was Sie sagen, ist richtig. Aber es ist nicht, was es letzten Endes das Allerwichtigste ist. Er sagte Folgendes. Er sagte, es ist nicht zu sagen, welchen Typus es schafft, hat er gesagt.
Er hat gesagt, ich kann nicht allgemein sagen, was für ein Typus es ist, der es schafft. Dass er einige oder alle von diesen Eigenschaften haben muss, wie Sie sagen, das ist schon klar. Aber welchen Typus es schafft, hat er gesagt, kann ich Ihnen nicht sagen. Wohl aber, sagte er, kann ich Ihnen sagen, wer es nicht schafft. Und das war für mich sehr interessant, weil er hat gesagt, wer schafft es nicht? Der starke, mit viel Muskulatur und Tätowierungen ausgestattete Kerl, der Superstarke, der in der Sportschule geht und so, der schafft es nicht. Der Supersportler und athletisch Überlegene, der Profi-Fußballer war oder Profi, ich weiß nicht, Langläufe oder Skifahren oder was, der Superathletische, der schafft es auch nicht. Der Angeber, der sagt, dass er alles schafft, der schafft es auch nicht. Das sind die drei Kategorien, wo dieser Ausbilder gesagt hat, aufgrund von jahrzehntelang Erfahrung, die drei Kategorien von Leuten, die schaffen es nicht. Obwohl du denken würdest, wenn der mit seiner starken Muskulatur und mit seinem athletischen Hintergrund, der würde doch alle das haben, diesen Disziplin und diese Wille. Nein, die schaffen es alle nicht. Und seine Erkenntnis war, dass derjenige es, also er konnte nicht sagen, was für ein Typus es ist, aber er konnte sagen, dass all diejenigen, die es geschafft haben, hatten eines gemeinsam. Und das ist, dass am Moment der totalen Erschöpfung, es gibt zum Beispiel bei den Navy Seals, gibt es einen Teil des Trainings, wo sie 12 Stunden im Wasser drinnen sind. Und sie müssen durchhalten. Und es kommt ein Moment, dass sie total kalt, erschöpft, müde, hungrig sind, dass diese Wille nur mit Schwierigkeit zu finden ist. Und was hat er festgestellt? All diejenigen, die es schaffen, sind diejenigen, die in dem schlimmsten Moment, wo sie zum Beispiel im Wasser schon seit 10 Stunden stehen und nicht mehr können und eigentlich auch nicht mehr wollen, trotzdem ganz aus ihrer inneren Tiefe noch den Kraft und den Mut finden, ihre Buddy, ihre Kollege zu helfen, der es noch schwieriger hat und der noch erschöpfter ist. Das sind diejenigen, die es letzten Endes schaffen. Und ich denke, das besagt unglaublich viel über Leadership. Und das besagt unglaublich viel darüber, was ein echter Führungskraft in sich haben muss. Und es ist eine wahre Geschichte, das kommt aus Erkenntnis, das habe ich nicht irgendwo so selbst ausgedacht. Das ist eine wahre Geschichte. Und darüber, mit diesem Startpunkt, darüber möchte ich mit Ihnen reden. Und Sie, Herr Doktor, haben es schon sehr richtig gesagt, weil das ist ein Thema, was sehr wichtig ist bei diesem Thema, was ich mit Ihnen heute bespreche. Sie sagen, Novomatic ist ein Familienunternehmen. Es gibt eine Familienkultur. Und das ist wesentlich für einen Business Leader, dass er weiß, was diesen Zusammenhalt ist, dass er auf das Menschliche eingeht. Und ich finde es wirklich sehr treffend, dass diesen Ausbildner gerade das nach vielen Jahrzehnten Erfahrungen festgestellt hat. Dass derjenige erschafft, der im Letzten, wenn er nicht mehr kann, trotzdem noch Kraft findet, um seine Kollege, seinen Buddy, den ihm zugewiesen ist, mit dem er ein Team ist, um den zu helfen. Und dazu möchte ich heute 7 Merkmale des Business Leaders mit Ihnen besprechen. 7 konkrete Merkmale. Aber bevor ich das tue, möchte ich noch eine Sache sagen, die ganz wichtig ist, eigentlich 2 Sachen. Und um das alles als Business Leader leben zu können, was wir hier heute besprechen möchten, ist einen Ausgangspunkt wesentlich. Und um einen Business Leader zu sein, müssen Sie das vorleben können. Sie müssen das vorleben können. Und man kann etwas nur vorleben in einer Position der Verantwortung, wenn man dazu eine Berufung hat, wenn man dazu einen Auftrag hat.
Nicht nur, weil es ein Job ist oder weil es ein Karrieresprung ist. Wenn Sie das, wofür Sie jetzt in Ausbildung sind, nur sehen als Karrieresprung, nur sehen als einen Job, dann garantiere ich Ihnen, dass Sie früher oder später scheitern werden. Wenn Sie aber Ihre Position der Verantwortung, wofür Sie ausgebildet werden, sehen als eine Berufung, als eine Aufgabe, dann werden Sie es schaffen. Und das ist ein großer Unterschied. Und ich komme mehr darüber zu sprechen, warum das auch so wichtig ist für Ihre Mitarbeiter. Und das ist, Sie können nur diese Berufung finden, wenn Sie ein Fundament haben bei alles, was Sie tun in Ihrem Unternehmen. Sei es in Ihrem Unternehmen als Ganzes oder in Ihrem Verantwortungsbereich. Und das ist die Antwort auf meine Frage, haben Sie eine klare Vision? Haben Sie eine klare Vision? Eine Vision, die Sie vermitteln können? Haben Sie die Frage des Warum und des Weshalb schon beantwortet? Eine der zurzeit am meist beliebtesten Vortragenden über das Thema Leadership und Unternehmenskultur in den Vereinigten Staaten, wahrscheinlich haben einige von Ihnen schon von ihm gehört, ist Simon Sinek. Seine YouTube-Videos sind Millionen-Hits und er hat auch schon einige fantastische Bücher geschrieben rund um dieses Thema. Ja? Und eine seiner bestverkauften Bücher und seine meist angesehene TED-Talks, ja, ist die Frage Always Ask Why. Ja? Man muss in den Unternehmen immer die Frage stellen, warum, weshalb tun wir, was wir tun, und diese Vision muss übermittelt werden. Und zwar intern und extern. Allererst intern, das heißt für einen Unternehmensführer, für ihn oder sie, für das ganze Unternehmen, und Sie in Ihre jeglichen Verantwortungsbereiche müssen dasselbe tun. Sie müssen die Vision erstmal intern übermitteln. Und dann die Unternehmensvision muss dann auch extern übermittelt werden. Sie können nämlich nur erfolgreich Führung, ja, Sie können nur erfolgreich führen in ein Unternehmen, wenn die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen Ihnen freiwillig folgen können. Und das können Sie nur, wenn Sie eine klare Vision vertreten, die Sie mit Begeisterung vertreten. Deswegen habe ich auch gesagt, ist nur da zu sein für einen Job oder einen Karrieresprung zu wenig. Sie werden Ihre Mitarbeiter nicht begeistern. Sie werden ihnen nicht folgen. Sie werden halt nur das Minimale tun, um sicherzustellen, dass keine Fehler gemacht werden und dass niemandem so ungefähr etwas auffällt. Das heißt, Sie müssen Ihre Mitarbeiter durch die Vermittlung dieser Vision die Möglichkeit geben, Mitverantwortung im Unternehmen zu tragen, damit sie sich Teil dieser Vision fühlen und wirklich spüren, ich darf hier mitmachen. Und das gilt für jeden Mitarbeiter und jede Mitarbeiterin, wo immer sie auch stehen in Unternehmen. Und ich komme später noch zu sprechen über einer der größten Unternehmensführer in unserer europäischen Geschichte, und das war der Herr François Michelin, der Geschäftsführer des großen Michelin-Unternehmens. Wir haben das große Gut, dass wir ihn persönlich gekannt haben. Ich habe ihn persönlich gekannt, er war bei mir zu Hause, er hat auch hier in der Hochschule hat er Seminare gegeben, weil er war ein großer Spender dieser Hochschule. Ja, und einer der wichtigsten Ansätze, die er immer gegeben hat, ist, dass er gesagt hat, jeder Mitarbeiter und jede Mitarbeiterin in jedem Unternehmen hat eine persönliche Berufung. Und Aufgabe der Führungspersönlichkeiten im Unternehmen ist, dafür zu sorgen, dass jeder von diesen einzelnen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen diese persönliche Berufung im Unternehmen finden und auch die Möglichkeit kriegen, diese Berufung umzusetzen. Weil damit werden Ihre Mitarbeiter selber in Ihrem Wirkungsbereich Führungspersönlichkeiten. Weil wenn Sie nur Leute haben, die Ihnen folgen und keine Verantwortung nehmen, dann ist das zu wenig, dann bleibt das mittelmäßig. Aber wenn Sie in der Lage sind, Ihre Mitarbeiter zu Mitverantwortung durch Begeisterung, ja, und durch das Finden Ihrer persönlichen Berufung
sozusagen mitzunehmen, dann gehen sie von Stärke zu Stärke. So, jetzt zu den 7 Merkmalen. Ich habe 7 Merkmale ausgewählt. Natürlich, man könnte es auch 9 machen oder 10 oder 5. Ich habe halt diese 7 aus meiner Erfahrung auf der einen Seite und aus den vielen Literatur über Leadership, die ich über die Jahre gelesen habe, habe ich sozusagen diese 7 rausgenommen, die ich heute besprechen möchte. Das sind erstens die Würde des Menschen, zweitens Integrität und Charakter, drittens Dienen. In der amerikanischen Leadership-Literatur wird das genannt Servant Leadership. Viertens Inspirieren statt Forcieren. Fünftens Entrepreneurship. Sechstens Zuhören. Und siebtens, als wichtiger Abschluss, liebe deine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Empathie ist da sehr wichtig. Also, der berufene Business Leader allererst anerkennt, schätzt und schützt die unveräußerliche Würde jedes einzelnen Menschen. Ungeachtet, wo dieser Mensch steht, was dieser Mensch denkt, was dieser Mensch tut. Und das muss eine Grundhaltung im Leben eigentlich von jeder Mensch sein. Aber ich würde sagen, die Verantwortung für jemanden in einer Führungsposition ist da noch viel größer. Ist da noch viel größer, dass er und sie diese unveräußerliche Würde des Menschen in alle Situationen respektiert und schützt. Nicht die Zahlen oder die Statistiken sind das Wichtigste. Es sind die Menschen. Und ich kann nicht genug betonen, wie wichtig diesen Ausgangspunkt, dieser erste Punkt ist. Deswegen auch dieser erste Punkt. Weil wenn Ihre Vision des Menschen nicht stimmig ist und wenn Sie nicht wirklich bereit sind, diesen jeden einzelnen Menschen, auch wenn er oder sie nicht gut funktioniert oder Probleme verursacht oder enttäuscht, dieser Mensch bleibt ein Mensch. Und das muss der Grundhaltung jedes Business Leaders sein, um das immer unter alle Umstände zu respektieren. Menschen müssen auch gesehen werden, wie sie sind und nicht, wie wir sie haben möchten. Ich denke, alle von uns, die verheiratet sind oder in einer Beziehung sind, wissen alle, dass das auch im täglichen Leben immer eine Herausforderung ist. Wir möchten gerne, dass unserem Partner das oder jenes ist oder tut oder nicht tut. Aber jeder Mensch ist, wie er oder sie ist. Und manches ist nicht zu verändern. Und das müssen wir akzeptieren. Und wir müssen aufbauen auf, wie dieser Mensch ist. Und im Unternehmen ist es so wichtig, auf diese Wirklichkeit aufzubauen und sagen, okay, was sind die Talente, was sind die Möglichkeiten, worauf ich aufbauen kann. Also François Michelin, er hat auch ein sehr schönes Buch darüber geschrieben, das heißt And Why Not, schreibt sehr schön darüber und sagt auch, wie wichtig er gelernt, über Jahrzehnte sein Unternehmen zu führen, wie wichtig es für ihn war zu lernen, dass jeder einzelne Mensch im Unternehmen diese persönliche Berufung hatte und dass er weiterbauen musste auf das, was da war, damit die Menschen werden, was sie sein sollten. Und dabei, um mal wieder darauf zurückzukommen, ist diesen Aspekt des Familienunternehmens so wichtig. Weil, wie Simon Sinek das auch sehr schön in seinen Vorträgen sagt, wir müssen eigentlich jedes Unternehmer seine Familie sehen. Das heißt, für eine Familie tragen wir Verantwortung. Diejenigen, die im Unternehmen eine Verantwortungsposition haben, sind mehr oder weniger wie die Eltern. Sie übernehmen Verantwortung für ihre Kinder. Sie möchten, dass sie gut entwickeln. Also es geht darum, der Mensch Mensch sein zu lassen und der Mensch nicht einfach als ein Produktionsfaktor zu sehen. Das ist auch meine große Kritik an den vielen Bildungsreformen,
die wir hier in Österreich und in anderen Teilen Europas in den letzten Jahrzehnten gehabt haben. Nämlich in der ganzen Bildung wird sozusagen die Bildung verökonomisiert, wo es nur noch darum geht, um Menschen zu Produktionsfaktoren zu machen, die so schnell wie möglich in der Wirtschaft eingesetzt werden können. Aber was dabei vergessen wird, dass der Mensch nicht ein Produktionsfaktor ist, aber dass der Mensch Mensch ist. Und wenn der Mensch Mensch ist und Mensch sein darf, dann kann er auch in der Wirtschaft Erfolg sein. Aber das ist der richtige Reihenfolge. Eine richtige Reihenfolge, erst Mensch und dann in der Wirtschaft tätig sein und erfolgreich sein. Und nicht erst schauen, wie schnell kann ich dieser Mensch als Produktionsfaktor hineinkriegen. Das ist auch das große Problem mit der Kompetenzorientierung in unserem modernen Schulsystem. Ja, das geht nur noch um Kompetenzen. Das ist Wahnsinn. Weil das geht nur noch um Kompetenzen, ja, wie können wir sie so schnell möglich zu guten Mathematiker oder so guten, was auch immer machen, damit sie schnell in der Wirtschaft etwas machen? Nein, wir müssen uns vielmehr darauf fokussieren, wie können sie Mensch sein und mehr Mensch werden. Zweitens, der berufene Business Leader hat Integrität. Also, das spricht natürlich für sich. Integrität ist wesentlich. Führung, sagt Alexandre Havard in ein wunderbares Buch, das heißt Virtuous Leadership. Ja. Führung geht nicht um Techniken und Kompetenzen. Führung geht um Charakter. Es geht um Charakter. Und das Wort Integrität ist auch verbunden mit dem Wort Einheit. Ja, Einheit und ein einheitliches Leben führen. Deswegen ist es auch so wichtig, wie schwierig das auch ist, dass wir nicht sagen können, was ich in meinem Privatleben mache, ist völlig irrelevant für das, was ich in der Arbeit mache. Es tut mir leid, funktioniert nicht. Weil wir sind als Mensch als Einheit geschaffen und unser Leben soll eine Einheit sein. Und wenn das nicht so ist, und wir leben ein doppeltes Leben, wo wir uns zum Beispiel im Unternehmen unsere Führungsposition vortun als der Gescheite, der Gute, der Tolle, der Nette. Aber in unserem Privatleben geht es drauf und drüber. Und da halten wir das nicht ein, was wir von unseren Mitarbeitern erwarten. Dann wird das früher oder später wird das scheitern. Das heißt nicht, dass wir Heilige sein müssen. Wir als Christen streben danach. Aber wir wissen alle, dass wir ein ganzes Leben dafür brauchen. Das heißt nicht, dass wir perfekt sein müssen. Überhaupt nicht. Aber es heißt, dass wir uns jeden Tag davon gewiss sein müssen, dass wir als Mensch in Einheit leben müssen. Und auch uns wirklich tagtäglich wieder anstrengen müssen für diese Charakterbildung. Das heißt, ein einheitliches Leben muss andauernd Zeit haben, muss andauernd eine Arbeit sein, damit wir an der Formung unseres Gewissens arbeiten. Das haben Sie so eben gesagt, Herr Doktor. Die Formung des Gewissens. Unser Gewissen ist wesentlich. Wenn wir nicht daran bilden, daran arbeiten, das nicht dauernd bilden, ja, dann geht das schief. Es wird oft sehr gesagt, ja, aber mein Gewissen hat gesagt das oder jenes. Ja, die Frage ist, und ich denke, Dr. Möllenberg wird darüber auch später sprechen, ja, ein gebildetes Gewissen ist etwas anderes als ein ungebildetes Gewissen. An unserem Gewissen müssen wir tagtäglich arbeiten. Und die Tugenden. Also oft sind die Tugenden missverstanden. Ich möchte nur in Erinnerung bringen, dass das Konzept der Tugenden nicht eine christliche Erfindung ist. Es ist eine griechische Erfindung. Schon die alten Griechen, die großen griechischen Philosophen, die noch weit vor dem Christentum gelebt haben, zum Beispiel Plato, Aristoteles und alle aus ihrer Zeit, die haben diese Tugendlehre entwickelt. Und diese Tugendlehre ist dann später in der jüdisch-christlichen Tradition und auch in der römischen, ist das weiter aufgenommen und weiterentwickelt. Aber die klassischen Tugenden, ja, die sind schon viel älter als das. Und die drei
wichtigste, die Kardinaltugenden nennen wir das, die sind auch für einen Business Leader von größter Bedeutung. Mut, Gerechtigkeit und Maß. Mut, Sie haben es schon vorher gesagt, Mut ist sehr wichtig. Mut brauche ich, damit ich auch in schwierigen Situationen das Richtige tun kann. Und dass ich mich vielleicht gegen anderen stellen muss, die eine andere Meinung sind. Ja. Gerechtigkeit. Ja. Die Definition der Gerechtigkeit ist, dass jede dasjenige bekommt, was ihm, wie sagt man das gut übersetzt, Dr. Möllenberg? Jedem das Seine. Jedem das Seine. Ja, jedem das Seine. Jedem das Seine, das ist die Gerechtigkeit. Und Maß wird oft vergessen. Ja, insbesondere in unsere wunderbare Konsumgesellschaft, wo wir alles sofort kriegen können, was wir haben möchten. Ja, diese Tugend des Maßes wird oft vergessen. Maß heißt, dass ich auch mich mal zurückhalten kann. Ja, dass ich nicht sofort auf alles sofort Ansprache machen muss. Ja, aber dass ich auch in meinem Umgang mit meinen Mitarbeitern immer mit Maß vorgehe. Also das heißt, als Business Leader ist es wesentlich, um das auf Englisch zu sagen, to lead by example. To lead by example. Wenn wir als Führungspersönlichkeiten das nicht selber sichtbar und authentisch, weil das ist sehr wichtig, das Authentische, das authentisch leben, was wir von unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erwarten, ja, dann sind wir nicht erfolgreich. Weil jeder Mensch durchschaut das sofort. Ja, ich weiß das aus anderer Erfahrung auch als Vater. Ja. Als Vater von 5 Kindern weiß ich, dass ich, wenn meine Kinder sagen, tu das nicht oder das schon, ja, und sie bemerken nur den minimalsten Grund, worauf sie sagen können, aber du tust das eh selber nicht, ja, dann bin ich schon verloren. Ja? Und das ist das, weil wir Menschen diese Fähigkeit haben, andere Menschen zu durchschauen und zu sehen, ob es authentisch ist. Und deswegen, was ich vorher gesagt habe, ist diese Einheit im Leben so wichtig. Ja? Dass sie diese Einheit im Leben, dass sie das vorleben. Ja? Es hat keinen Sinn von Mitarbeitern Maß zu erwarten, wenn sie bei einem Betriebsausflug selber betrunken herumsitzen. Ja? Das hat keinen Sinn. Ja? Es hat auch keinen Sinn, von ihren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen zu erwarten, dass sie bei Besprechungen ja, nicht dauernd auf ihr Handy schauen, wenn sie selber bei Besprechungen immer das Handy am Tisch liegen haben und bei den geringsten Bewegung des Gerätes drauf schauen und sagen, ah ja, das ist eine wichtige, das muss ich sofort nehmen. Ja? Das sind so alle Botschaften. Also ich denke, wir als Führungspersönlichkeiten realisieren uns oft zu wenig, wie sehr unser Verhalten sozusagen das Allerwichtigste ist in das, was wir versuchen zu vermitteln. Und ich möchte da noch ein Beispiel geben. Vor 10 Jahren genau hatten wir die Finanzkrise. Ja, Zusammenbrechen von Lehman Brothers und alle möglichen Banken und alles, was daraus gekommen ist. Ja, das war wirklich eine riesige Krise. Aber was haben wir eigentlich daraus gelernt? Ja, das ist meine große Frage bis heute. Was haben wir eigentlich daraus gelernt? Ja, wir haben, wie meine Kollege Pachter Reihofen es schon sagte, noch mehr Compliance-Regelungen. Ja, und noch mehr Gesetze. Aber hat das Sinn? Ich bezweifle es. Weil das wirkliche Problem wurde nicht angesprochen. Und das ist das, worüber wir heute sprechen. Ja, über diese Charakterbildung, über dieses tugendhaftes Leben. Weil eigentlich ging es um 3 Sachen. Macht, Gier und Verantwortungslosigkeit. Ja, sehr einfach. Es waren Leute, die sehr kompetent waren. Diese Banker und all diese Finanzexperten und alles, was da an Produkten kam, sehr kompetente Leute. Die wussten wirklich ihr Geschäft. Aber haben diese Leute eine Art derartiges Programm, was sie zum Beispiel heute machen, haben sie das durchlaufen? Ist das etwas, woran sie dauernd arbeiten? Ja?
Weil es ist menschlich, um Macht haben zu wollen. Das ist menschlich, um manchmal die Neigung zu haben, gierig zu sein. Ja? Das ist menschlich, wir sind alle Menschen. Und die ganze Frage der Charakterbildung, der Tugendlehre ist das, dass wir dauernd an uns selber arbeiten und dauernd sagen, nein, ich muss da Maß ausüben. Ja, ich habe da eine Verantwortung. Und dafür braucht man nicht notwendigerweise ein gläubiger Mensch zu sein. Ja, jeder Mensch kann das verstehen, ja, dass diese Charakterbildung von wesentlicher Bedeutung ist. Ich komme jetzt zum dritten Punkt. Der berufene Business Leader dient das Wohl seiner Mitarbeiter und damit die Umsetzung der Vision des Unternehmens. Ich lese zufälligerweise jetzt einen sehr interessanten Biografie über der heilige Benedikt. Der heilige Benedikt ist eine der großen historischen Figuren Europas. Der wird gesehen, der ist der Gründer von das monastische Leben und ist auch sozusagen durch die ganze europäische Geschichte eine wichtige Rolle gespielt. Und er hat seine wichtige Regel von St. Benedikt geschrieben, was auch sehr viel über Führung sagt, weil er natürlich auch geschrieben hat darüber, wie soll man ein Kloster führen. Und der heilige Benedikt sagt, es ist für die Führungspersönlichkeit, also im Falle eines Klosters einen Abt, ist es viel wichtiger, dass er sich um seine Mitarbeiter kümmert, als dass er über sie präsidiert. Wir haben alle die Neigung, in Führungspositionen zu sagen, naja, ich bin halt der Chef, ich bin die Chefin und alle müssen einfach tun, was ich sage und wir marschieren vorwärts. Ja? Da steckt natürlich schon etwas drinnen. Aber das alleine ist zu wenig. Wir haben, um wieder zurückzukommen auf das Familienunternehmen, wir haben eine Verantwortung. Simon Sinek in ein anderes Buch, das auch ein Bestseller geworden ist, nennt das Buch Leaders Eat Last. Führungspersönlichkeiten essen am letzten. Und ich finde das ein sehr packender Titel. Und ich möchte das gerne so übersetzen. Ja? Sind Sie auch mal bereit, das Klo zu putzen? Dann werden Sie sich vielleicht fragen, aber warum sagt er das? Warum sagt er das? Was hat das damit zu tun? Sind Sie auch mal bereit, das Klo zu putzen? Das heißt, als Führungspersönlichkeit, als Verantwortungsträger, nehme ich die volle Verantwortung für das Gelingen des Projektes oder das Wohlergehen meiner Abteilung. Und das heißt, ich nehme auch Verantwortung, wenn die Sachen vielleicht mal nicht so laufen, wie ich es gehabt hätte, aber wenn es wichtig ist, dass das Endergebnis gut ist, so wie wir uns es vorgestellt haben. Ich habe diese Erfahrung selber so oft gemacht. Wir organisieren hier im Haus, in der Hochschule, sehr oft Tagungen und Konferenzen. Und wie oft ist es nicht vorgekommen, dass ich gesehen habe, dass ein Klo ja tatsächlich nicht geputzt war oder irgendwo ein Tisch nicht richtig gestanden hat. Dann ist es wichtig, dass ich als Verantwortungsträger auch dem Moment, wenn es keinen Zeit mehr gibt, um den zuständigen Mitarbeiter zu sagen, oh, du hast es nicht gemacht, selber Verantwortung zu nehmen und zu sagen, so, und jetzt sorge ich dafür, dass das richtig kommt. Da gibt es wieder auf Englisch ein sehr schönes Wort, to take ownership. To take ownership heißt, ja, auf Deutsch kann man das nicht richtig übersetzen, weil es würde sagen, Besitz nehmen, das ist nicht das Richtige. To take ownership heißt, ich identifiziere mich mit dieser Sache, und ich bin bereit, das zu tun, was richtig ist, um am Gelingen beizutragen. Das heißt, dienen als Führungspersönlichkeit heißt, dass ich auch wirklich bereit sein muss, nicht nur die Sache zu dienen und manchmal auch Dinge zu tun, die vielleicht nicht sozusagen direkt in meinen Kompetenzbereich gehören, weil sie einfach mal geschehen müssen. Aber auch vor allem diejenigen im Unternehmen, das sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Unternehmen, zu dienen, zu unterstützen, zu begleiten, damit sie die Sache besser dienen können.
Also, dienen heißt, die Mitarbeiter erst ermöglichen, sich zu entfalten. Das ist wesentlich. Wir als Führungspersönlichkeiten müssen die Mitarbeiter erst ermöglichen, sich zu entfalten. Vierter Punkt, vierter Merkmal. Ein berufener Business Leader kann inspirieren statt forcieren und kann begeistern statt erzwingen. Das ist auch, was ich am Anfang gesagt habe. Diese Vision muss ich aus mich selber her, weil ich selber davon überzeugt bin, muss ich diese Vision übermitteln. Und es gibt ein schönes Beispiel, ein anderes tolles Buch über Leadership, was ich empfehlen kann, ist von David Marquette, heißt Turn the Ship Around. Er war Kommandant von einem U-Boot der amerikanischen Kriegsmarine. Und er hat dieses U-Boot, das Kommando dieses U-Bootes unternommen in einer Zeit, dass das ganze Personal an diesem U-Boot total demotiviert war und unter seinem Vorgänger war alles möglich schiefgelaufen und alles möglich total nicht gut gegangen und ihm würde sozusagen das Kommando übergeben von der, was derzeit geheißen hat, der schlechteste U-Boot-Crew in der amerikanischen Kriegsmarine zurzeit. Und er hat es geschafft, und er hat darüber ein sehr schönes Buch geschrieben, er hat es geschafft, to turn the ship around. Und wie hat er das gemacht? Weil er zwei Sachen gemacht hat. Eine klare Vision übermittelt hat und jede einzelne von den Personen auf dieses Boot, ja, von der jüngste bis zum höchsten Offizier, diese Begeisterung übermittelt hat, diese Inspiration übermittelt hat und sie selber eine Mitverantwortung gegeben hat. Also er hat aus einfacher Befehlsnachfolge hat er Leuten gemacht, die mit Begeisterung am Projekt teilgenommen haben. Also er sagt, to lead the leaders. Der Business Leader bekommt die Mitarbeiter, die er und sie verdient. Ja, das ist eine harte Lehre. Aber das ist so. Wenn wir richtig in unsere eigene Erfahrung schauen, diejenigen von uns, die länger schon im Arbeitsumfeld sind, ja, wir kriegen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die wir verdienen. Natürlich, es gibt immer Ausnahmen. Und warum sage ich das? Weil wenn wir in der Lage sind, unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu begeistern, für die Sache zu gewinnen und sie auch zu ermöglichen, sich zu entwickeln, sich zu entfalten, dann können wir ein starkes Team aufbauen. Weil dann kommt es zum Unterschied zwischen Begeisterung oder Pflicht. Tun meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das, was sie zu tun haben, aus Begeisterung oder tun sie es aus Pflicht? Und das ist auch dann der Unterschied zwischen Mittelmäßigkeit und ausgezeichneter Leistung. Also, wenn es nur Pflicht ist, dann bleibt es mittelmäßig, wenn Sie nur aus Pflicht arbeiten. Wenn Sie aus Begeisterung tätig sind, dann werden Sie eine ausgezeichnete Leistung werden Sie haben. Fünfter Merkmal. Der berufene Business Leader lebt Entrepreneurship. Dieses Begriff kennen Sie sicher, Entrepreneurship. Und für jedes erfolgreiche Unternehmen ist Entrepreneurship wesentlich. Und in meiner Erfahrung, bei Entrepreneurship gilt auf alle Ebenen, muss nicht nur in ein gewinnorientiertes Unternehmen sein, das kann auch in einer Hochschule wie diese sein. Ja, Entrepreneurship ist etwas, was man leben muss. Und ich habe da selber eine Definition entwickelt. Entrepreneurship heißt nicht, dass ich nur über den Tellerrand hinwegschaue. Entrepreneurship heißt, dass ich bereit bin, über den Tellerrand hinaus in der Tiefe zu springen. Also viel weiter geht das.
nicht nur über den Tellerrand hinwegschauen, aber über den Tellerrand hinweg in der Tiefe springen. Das ist Entrepreneurship. Das heißt, ich muss bereit sein, Risikos zu nehmen. Und bitte streichen Sie für immer aus Ihren Vokabeln, das haben wir immer so gemacht. Das ist ein Begriff, das ich sehr oft höre in diesem Teil Europas, sagen wir es mal so, das haben wir immer so gemacht. Bitte streichen Sie diesen Begriff. Sie kommen damit nicht weiter in Ihren Unternehmen. Und Innovation ist auch nur dann möglich, wenn Sie und Ihre Mitarbeiter bereit sind, auch Erfolge zu hinterfragen. Weil das, was gut ist, geht immer noch besser. Und wenn Sie sagen, ja, aber wir tun es schon immer erfolgreich, wieso sollen wir etwas ändern? Ja, dann wird halt Ihr Unternehmen sich nicht entwickeln. Auch Erfolge darf man hinterfragen. Und Entrepreneurship ist eine Lebenshaltung. Haben Sie dafür keine Angst. Sechster Punkt. Der Business Leader, der berufene Business Leader kann zuhören. Sehr schwierig für uns in Verantwortungspositionen. Wir reden gerne selber. Wir erklären gerne selber unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wie es sein soll und was erwartet wird. Sehr schwierig. Aber wenn wir nicht zuhören, werden wir auch nie erfahren, was im Unternehmen oder in unserer Abteilung spielt und was für tolle Ideen es möglicherweise noch gibt. Simon Sinek wieder sagt das sehr richtig. Er sagt, der Business Leader muss lernen, immer erst die anderen sprechen zu lassen, bevor er selber das Wort ergreift. Deswegen auch zurückzukommen auf diesen Titel des Buches, Leaders Eat Last. Aber auch in Besprechungen. Ich bemerke selber, dass ich das immer wieder lernen muss. Erst meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sprechen zu lassen. Und dann ich selbst. Eine der schwierigsten Aufgaben. Jeder Mensch möchte gehört werden. Es ist nur menschlich. Und lassen wir uns überraschen, von was unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu sagen haben. Manchmal haben die sogar noch viel bessere Ideen, als wir sie haben. Letzter Punkt, siebter Punkt. Der berufene Business Leader hat Empathie und liebt ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das heißt nicht, dass sie ihre Mitarbeiter immer mögen oder mögen müssen. Das ist etwas anders. Aber wie am Anfang gesagt, wenn Sie in Ihren Unternehmen wirklich sich als Familienunternehmen sehen, dann heißt das wie in einer Familie, wie die Eltern ihre Kinder lieben und wie die Kinder untereinander sich lieben und auch die Eltern lieben, so müssen wir als Verantwortungsträger unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter lieben. Das kann wohl sein, dass wir irritiert sind mit denen oder denen nicht so mögen oder so, aber diese Grundhaltung muss da sein. Weil nur dann können wir am Endeffekt diese Menschen sich wirklich entfalten lassen. Und ich möchte abschließen mit einem sehr prägnantes Beispiel. Sehr prägnantes Beispiel, was auch von Simon Sinek bei einer von seinen tollen Vorträgen erwähnt wird. 2008 bei dieser großen Krise, Finanzkrise, gab es ein großes Unternehmen, ein Milliardenunternehmen in den Vereinigten Staaten, in Großmaschinenbau, wo der Leiter dieses Unternehmens anders als alle anderen gesagt hat, ich verweigere, Menschen zu entlassen, weil sie sind eine Familie für mich. Und wo viele Unternehmen 10%, 20% einfach mit dem Messer, einfach mit Zahlen, ohne über Menschen nachzudenken, gesagt haben, wir müssen 10%, 20% und so weiter. Ein Fehler, worin man immer sehr schnell hineinrutscht, hat er gesagt, nein, ich tue das nicht, weil jeder von meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist mir etwas wert. Sie sind jeder ein Mensch, das ich liebe. Und dann hat er gesagt, stattdessen werde ich alle Fragen im ganzen Unternehmen
eine 10% Reduktion ihres Gehaltes zu akzeptieren, damit alle bleiben können. Das hat er gemacht. Natürlich am Anfang gab es ein bisschen Diskussionen. Was ergibt sich nach einigen Wochen? Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter untereinander sind aufeinander zugegangen und der eine hat gesagt, du, ich brauche das Geld ein bisschen weniger, weil er hat das System so gemacht, dass jeder, ich weiß nicht, 4 Wochen unbezahlte Urlaub nehmen musste. Ja? Und dann sind Mitarbeiter, Kolleginnen und Kollegen zueinander gegangen und gesagt, du, ich nehme schon 6 Wochen oder 8 Wochen, damit du mehr Wochen arbeiten kannst. Also was da entstanden ist, weil sie haben als eine Familie agiert, sie haben angefangen, einander zu helfen. Nach 2, 3 Jahren war die Finanzkrise vorbei, und alle sind wieder zurückgegangen auf ihren vorheriges Gehalt und das Unternehmen ist weiterhin sehr erfolgreich. Ich finde das eine sehr schöne Geschichte. Natürlich, es gibt Situationen, wo es nicht anders geht. Ich möchte darüber jetzt nicht diskutieren. Aber die Grundbotschaft, und damit möchte ich abschließen, was ich gesagt habe, lieben Sie Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die Grundbotschaft dieser Geschichte ist eine sehr starke. Weil da sieht man, dass eine Führungspersönlichkeit wirklich Verantwortung genommen hat für seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und wenn wir das in unsere Führungspositionen schaffen, diese Verantwortung zu nehmen, dann bin ich davon überzeugt, wenn Sie das schaffen, dass Sie in Ihrer Aufgabe sehr erfolgreich sein werden und auch viel Freude daran erleben werden. Und somit wünsche ich Ihnen viel Erfolg und danke fürs Zuhören.